Herzlich willkommen zurück zu 35mm, liebe Leute. Letzte Folge hier stehen geblieben bei den Statuen und wir versuchen die heute mal mit roher Gewalt irgendwie zu vernichten. Ich meine, die Hunde sind ja auch gestorben und ich denke, die Statuen müssten eigentlich auch sterben. Hier direkt stehen geblieben und ich nehme natürlich noch die Max mit. So, let's go. Es geht tatsächlich, okay. Shit, Alter. Das sind viele, ne? Oh Gott. Der hält ja voll viel aus. Okay. Okay. Das war's. Hier ist, oh, hier sind noch zwei. Oh Gott. Okay. Was ist das für ein creepy Scheiß, Alter? Scheiße, wie mich verjagt, ey. Oh. Ihr fucking Statuen, Alter. Boah, hab ich mich gerade verjagt. Ey, gibt's hier doch irgendwo Max, Alter. Irgendwie nicht. Scheiße. Hätten wir doch unsere Pistole noch. Gibt's hier wirklich keine Max mehr? Das sind nicht mehr viele, ey. Ach, der Typ mich hier verjagt, ey. Boah. Mach das doch bloß nicht mit mir. Ich bin bald 30, Mensch. Okay, immerhin sind es nur so wenige. Was ist hier? Oh, ist ein Mac. Aber ich darf die nicht irgendwie zu nah an mich ranlassen. Sonst umzingeln die mich wieder. Was ist das eigentlich für eine Tasche hier, du? Noch einer hier? Oder war es das endgültig? Bin mir nicht sicher. What the fuck ist jetzt passiert? Ich glaube, wir hätten da einfach auch noch drauf drücken können, oder? Bin mir nicht sicher. Oh fuck me, ey. Nie wieder. Warte, was war das jetzt eigentlich? War das ein Traum? War ein Traum. Ich glaub's ja nicht. Boah. Alter. Was ein spooky Shit, ey. Boah, der eine hat mich so erschreckt, ey. Ich dachte, alle wären vor mir. Kommt auf einer von hinten und schlägt mich fast, ey. Boah. Holy. Loading und Speichern. Halleluja. Speichern ist immer gut. Das heißt, wir müssen das nämlich nicht mehr machen. Warte mal, wo sind wir? Oh, haben wir es tatsächlich geschafft. Haben wir die AK eigentlich noch? Weiß es gar nicht. Aber die AK haben wir tatsächlich noch. Okay. Ist zu. Ist auch zu. Da gibt es nichts mehr zum Looten, oder? Bisschen Essen vielleicht? Nee. Ist überall zu. Ein Sack, ein Kreuz. Boah. Alter, schnell weg hier. Boah, frische Luft und Tageslicht. Ich gehe am Rad. Menschen. Jungs. Seid ihr gut? Zivilisation? Menschen? Oh. Wow. Die Stadt sieht ziemlich krass mitgenommen aus von der Apokalypse, ne? Da finde ich richtig sick, wie das aussieht so. Richtig postapokalyptisch. Richtig geil.
Boah, das ist, sieht echt geil aus mit der Sonne auch, ne? Ich feiere das echt, Leute. Respekt wirklich an einen Entwickler, der es hier auf die Beine gestellt hat. Das ist ja wirklich mega. Gut. Die Frage jetzt hier ist nur, wo müssen wir hin? Wieder ins Dunkle? Da, wo wir hingehören? Warte, was ist das? Warte, stopp, was war das? Okay, das ist einfach nur Krimskrams. Müssen wir überhaupt lang? Sah das so düster aus? Ich glaube, wir müssen hier gar nicht rein, oder? Wo fucking sind wir? Really? Wieder in den Keller? Oh nee. Oh mein Gott. Das ist ein... Scheiße. Das ist nicht euer Ernst, ey. Oh Gott, da fällt doch gleich eine Puppe um, oder? Hallo? Ich will hier wieder raus, Alter. Ich glaube, hier muss man gar nicht rein. Boah. Ich hasse Puppen in solchen Spielen. Ich will wieder auf die Straße zu den Jungs und Musik hören. Ich glaube, das war nur so ein Special-Ding. Also, da muss man eigentlich wirklich gar nicht hin. Es war halt nur zum Erkunden wahrscheinlich, weil ich habe auch eine Errungenschaft erhalten, tatsächlich. Boah, okay. Dann gehen wir mal die andere Seite lang. Oder müssen wir vielleicht zum... Oder in die Kirche, oder... Wo müssen wir denn eigentlich hin, Alter? Das wird ja auch nirgends beschrieben wieder. Hier ist zu auf jeden Fall. Die Jungs... Sind hier noch voll am Abchillen. Kann ich euch schlagen eigentlich? Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Egal, okay, egal. Ich gehe mal weiter. Cool. Echt cool gemacht. Da komme ich her. Da ist zu. Da hinten kommt man nicht rein. Ja, eigentlich hier rein, oder? Weil das ist alles schon offen. Ich glaube, der Weg will mich hier hinführen. Oder das Spiel will mich quasi hier hinführen, damit ich hier diese Axt nehme, die im Auto drin steckt. Da hinten ist ein Mensch. Oder was ist das? Ein wild gewordener? Ah ne, alles gut, das ist ein Mensch. Gehen wir doch mal zu dem hin, vielleicht. Weißt du ja, was Neues hier, oder? Ja, moin, das geht. Kann ich dir helfen? Muss er das da reinbringen? Kann ich dir helfen, irgendwie? Nicht, dass er mich gleich erschlägt. Sieht aber recht gesund aus, der Bursche hier, ne? Also es scheint, dass sich die Erde quasi wieder erholt hat dann von dem harten Schlag. Boah, krasse Atmosphäre, ne? Okay, da müssen wir lang. Nimm die AK in die Hand, das kann eine Falle sein. Oder wieder irgend so ein kranker Shit in deinem Kopf. Wer weiß das schon. Wow! Du Drecksack! Du Drecksack! Boah. Ganz schön gerotzt gerade. So eine Drecksau. Warum? Aus welchem Grund? Wir haben doch gar nichts zerbrochen eigentlich. Oh shit, wir sind am Arsch. Wir wurden niedergestochen. Schon geht's besser, oder? Na, wo müssen wir jetzt hin? Ich will dem... Muss ich dem nicht folgen? Muss ich doch bestimmt voll. Wo ist meine AK?
Kann ich nicht mal nehmen, leider. Okay, hier ist eine Sackgasse tatsächlich. Ich muss wieder zurück, wahrscheinlich. Hilft mir dann jemand, weil ich verletzt bin? Oder auch nicht? Ich meine, die scheinen hier alle nicht ganz nett zu sein. Ich kann mal halt überall rein. Vielleicht in die Apotheke? Da ist halt verschlossen, ne? Da kommen wir halt überall nicht rein, außer da hinten. Aber ich weiß halt nicht. Mein Native Place. Also er kennt den Ort. I have a long time, so clear in the memory. Okay. Er lebte hier oder er war. Ist es. Gott. Er hat jetzt voll nicht erwartet, dass man hier die Tür aufmachen kann. Ich glaube, ich gehe hoch. Das war ein Zeichen. Ein Zeichen von meinen Erinnerungen. Eine Autobatterie. Oder was auch immer. Oh Gott. Ich will hier einfach nicht mehr sein, ne? Das Spiel. Das Spiel ist schon etwas. Eine Gasmaske? Das ist schon etwas creepy, muss ich gestehen. Muss mich auch ein bisschen zusammenreißen gerade. Dass ich hier nicht die ganze Bude zusammenschrei. Ja, hier ist nichts. It's locked. I could use a lockpick. Habe ich einen Lockpick? Ich glaube nicht. Hier drin wahrscheinlich. Was ist das, eine Leiche? Nee. Das ist ein Fahrrad. Wir brauchen mal eine Batterie, eine neue. Oh, scheiße. Hier lebt ein Hund, oder? Ich glaube, hier lebt ein Hund. Ich glaube, der ist in diesem Zimmer. Und ich glaube, ich muss da auch rein. Storytechnisch. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch einfach tun, Leute, ne? Tod. 3, 2, 1... Oh. Ach, der schläft. Ich dachte, es wäre ein Hund. Kann ich den nicht irgendwie aufwecken? Ein Babyface, Alter. What the fuck? Eine Puppe? Was ist mit ihm hier? Okay. Ich brauche einen Lockpick. Dude, hast du irgendwie so ein Lockpick oder so? Kann ich dich irgendwie schlagen? Ein Foto machen? Kann ich dich an... Ne, angreifen kann ich dich auch nicht. Ich bin anscheinend friendly unterwegs. Ich habe nie mal die AK... Ich habe nicht mal die AK, ne? Nur noch das Messer oder was? Aber gut, wo ist denn das Lockpick, das ich brauche? Was ist das hier? Oh, Batterie? Ne, das ist der Spülknopf. Gut, hier ist nichts. Ein Lockpick habe ich jetzt hier nicht entdeckt, Mann. Muss ich dich leider enttäuschen. Habe ich hier überhaupt übergesucht? Glaub nicht, oder? Oder doch? Fragen über Fragen, Leute. Die ich euch gerade nicht beantworten kann. Da ich selber nicht weiß, wo ich noch suchen könnte. Okay, das ist nichts. Vielleicht in der unteren Etage. Da waren wir jetzt eigentlich nicht richtig drin, oder? Boah, ey, wieder atmet man nicht. Ich will hier nicht mehr sein, ey. Auf einmal ist hier so ein Mensch im Raum wieder, ey, und erschreckt mich. Hier ist was zum Kochen, hier ist Müll, Müll, Müll. Hier kann man wieder raus. Ich glaube, hier kann mich nicht rein, oder? Ich kann ja durch die Tür rein, ganz normal.
Hier ist alles safe. Essen. Essen. Bücher, Schatztruhen. Wahrscheinlich Schatztruhen, oder? Kisten. Oh Gott. Ein Ball. Müssen wir hier nochmal ein bisschen gründlicher. Hier gibt es halt 100 Räume, ne? Gründlicher suchen. Denn hier waren wir nicht wirklich drin. Hier ist auch nichts drin irgendwie. Ah. Wie sieht's hier aus? Alles gut? Ah. Als ich das Spiel angefangen habe, dachte ich nicht, dass es so endet oder so sich entwickeln wird, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, es wäre ein fucking normales Game. Ohne irgendwie so krasse story-technische Dinger, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Frag mich, ob ich das Blut. Komisch. Ich kann auch nichts machen gerade. Das ist sehr komisch, Leute. Gut. Ich rätsel vielleicht noch ein bisschen rum. Und ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Und bis dahin werde ich das Rätsel schon irgendwie gelöst haben und euch natürlich dann mitteilen. Leute, vielen Dank fürs Vorbeischauen. War wie immer ein Augenschmaus, dieses Game. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Luzi. Ciao.